So, Freunde, willkommen zu Part 5 von Let's Play Pokémon Gelb. Im letzten Part habe ich Taubsi auf Level 10 gebracht, Smitbo auch, Pikachu bleibt mir auf der Hinterhand, Mankey und die Nidorans werden abgelegt. Ja, weil nämlich wir haben es geschafft, Smitbo weiterzuentwickeln. Weiß ich, aus Safcons Metbo zu machen, sagen wir es so. Logischerweise. Taubsi haben wir dabei, weil es auf Level 10 ist. Und Smetbo, weil Smetbo. 1, 3, 4. Oh. Ich weiß noch nicht mal, ob wir uns dann Kartendub noch in den Part holen zu schaffen. Oder schaffen zu holen, irgendwie so. Dann, oh ja, machen wir erst einmal einen Abmarsch in die Arena. So, letzte Woche in der Herausforderung hat der mich ziemlich aufgehalten. Bleib stehen, Kleiner! Es dauert noch Jahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Ein Licht, der sagt, wo das Licht sich in einem Jahr befindet. Falls jemand auch, falls da mal jemand aufpasst hat. Ich glaube, wie es aussieht, wird Topsins wohl noch eine kleine Weile begleiten. Stand jetzt. Kann sich aber immer noch ändern. Vielleicht werde ich dann nochmal ein Offscreen-Training einlegen, um. Ja. Na, geht doch. Aber Smetbo wird uns auch noch eine Weile begleiten, so ist es nicht. Ah, oh, Mist. Ja, ich weiß das Ding. Herr mit deiner Knete. Ich bin Arena-Leiter von Marmoria City. Rocco! Meine Devise ist eine starrhafte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Das dachte ich mir schon immer. Das ist Turnier Stein-Pokémon. Willst du es immer noch mit mir aufnehmen? Okay, dann zeig mir, wie gut du bist. Kein Thema. Kein Thema. Smetbo ist hier wie die Wasserwerke. Regelt das. Dass Pikaya kein sich nicht schmutzig machen muss. Oh, Kreide schreit das auch noch. Gut, dass der Klammergriff daneben ging. Jetzt könnt ihr endlich mal eine Konfusion einsetzen. Sei doch, Konfusion im Sinne von Verwirrung. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Anerkennung. Passt, das war schon Orden Nummer 1 im 5. Part. Geht doch. Offizieller Orden der Pokémon-Liga. Pokémon, die werden stärker. Und nur dann können Pokémon jetzt halt Blitz einsetzen. Oh ja. Kann man so sagen. Und die TM Geduld.
Ja, kann man mal machen. Also das Mapper hat einen guten Job gemacht. Taubsi habe ich mir mal als Backup in der Hinterhand dabei. Das Mapper aber auch, weil jetzt können wir uns nämlich in Ruhe auf Pikachu konzentrieren. Dass das mal richtig schön levelt. Trotzdem schaue ich natürlich, dass ich 50 Pokémon irgendwie zusammenkriege. Das ist kein Thema. Aber mit 50 Pokémon kann ich mir nämlich, das ist quasi ein Drittel des Pokédex, mit EP-Teile abholen. Und der hilft uns gewaltig weiter. So, der quatscht uns wenigstens nicht zu. Da steht uns keiner mehr im Weg. Und weiter geht's. Was starrst du mich so an? Weiß ich, man wird ja wohl noch gucken dürfen, meine Herrschaftszeiten. Hast du einmal einen Sandwirbel drin. Jetzt kannst du gleich weitergehen mit dem Donnerschock. Immer schön dünner schocken. Richtig so. Dass Pikachu schön gewinnt. Du bist gefährlich. Ich weiß, manchmal komme ich. Manche meinen ich sehr gemein gefährlich. So, Pokébälle reichen mir eh nicht. Für die nächste Reise, also muss ich eh nochmal Pokébälle kaufen gehen. Kann ich eh gleich nochmal Pikachu hochhalten. Wie du mir behilflich sein kannst. Ich habe jetzt all mein Geld in Pokébälle investiert. Pikachu wird jetzt hochgeheilt. Wir haben gerade mal 9 Pokémon bis jetzt. Und ja, ich werde mir da auch ziemlich Zeit lassen diesmal beim Let's Play und mich nicht so abhetzen. Also je besser gelaunt Pikachu ist, desto eher haben wir die Chance auf einen, auf den ersten der 3 Starter. Und er meinte mich aus dem Ventania-Wald zu kennen. Was ein kleiner Stalker. Der Nachteil von unserem Pikachu ist, das haben wir ja schon die perfekt weggekrittert. Festgestellt, dass es eben nicht gerade. Missklick. Nicht gerade eine physische Wall ist. Und Pikachu brauche ich noch eine Weile länger. Kann ich schon mal Smetbo zum. Autsch, teilt ja noch wen der ersten Generation. Und zwar so richtig. Genau deswegen habe ich Pikachu rausgenommen. Man sieht es ja wegen Vergiftung.
eins ist sicher, Smetbo hat bis jetzt einen sehr guten Job gemacht. Was im Brennnessel nicht dran ist, Shorts, so ein Mist. Tja, man sollte nicht immer auf größere Geschwister hören. Oh ja, what I gotta know. Obwohl ich hab ja größere Geschwister. Aber ich hab zumindest nicht so viel Draht zu meinem Großbruder. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Gut, dass ich noch Taubsi dabei habe. Und hier sehen wir das erste Mal im Spielverlauf Rettan. Weil das sind Trainer, die du nicht skippen kannst. Selbst wenn du es unbedingt wollen würdest. Aber ich schaue hier, dass ich so wenig Trainer skippe, wie es geht. Das heißt ja, dass du so erst einmal einen schönen Abflug ins Pokémon Center. Ja, jeder hat so einen Tag, dass man mal am liebsten daheim bleibt. So. Ab ins Pokémon Center und vor allem Pika wieder hochheilen. Ja, Smetbo ist gefallen. Jetzt wäre nur noch Taubsi am Leben. Und damit kommen wir nicht weit. Also Pokémon Center muss man sehr häufig aufsuchen. Ich hoffe, Pikachu ist mir nicht. Nö, nimmt relativ gechillt. So gefällt mir das. Dann nehme ich mir lieber zwei Gegengifte mit. Haben oder nicht haben, ist hier die Frage. Oh, und dann wird der fünfte Part auch gleich schon wieder beendet. Genau hier werden wir den Part beenden. Ich hoffe, er hat euch soweit gefallen. Ihr wisst ja, Abo, Kommentar, Like, Teilen, Bewertung, würde mich alles sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!